Bistrokanovs wurden durch den rücksichtslosen Handel mit Pelzen aus Sibirien zu einer der reichsten Kaufmannsfamilien. Ein französischer Koch, der Ende des 19. Jahrhunderts für den Grafen Strukanov tätig war, schuf dieses heute international bekannte Gericht. Es sollte nicht mit Reis serviert werden, eine Unsitte, die vom Westen eingeführt wurde, sondern traditionsgemäß mit darüber gestreuten Strohkartoffeln. Für 6 bis 8 Personen ein Esslöffel Senfpulver, Klammer auf ersatzweise See, 1,25 Kilogramm frisches Rinderfilet, in 1 Esslöffel Zucker, 1 cm breite Streifen geschnitten, 6 Esslöffel Sonnenblumenöl, Salz und schwarzer Pfeffer, 3 große Zwiebeln, in Scheiben, 600 ml saure Sahne schnitten, 6 Zweige frische, gehackte Petersilie, 450 frische Zucht oder Wiesen, tiefgefrorene Strohkartoffeln, Klammer auf ganz Champignons, in Scheiben geschnitten dünne Pommes frites, nach Wunsch Klammer zu, Senf und Zucker, in einer Schüssel mit Wasser zu einer dicken Paste verrühren, während der weiteren Zubereitung des Gerichts die Paste ziehen lassen, damit sie ihr volles Aroma entwickelt. Die Hälfte des Öls in einer großen, schweren Pfanne erhitzen. Sobald das Fett heiß ist, die in Scheiben geschnittene Zwiebel zugeben, die Hitze verringern. Die Zwiebeln in ca. 25 bei geschlossenem Topf unter gelegentlichem Rühren weich dünsten. In den letzten 10 den Deckel abnehmen und die Pilze zufügen. Die Pfanne vom Herd nehmen, die Flüssigkeit abgießen und die Mischung in einer Schüssel beiseite stellen. Das restliche Öl in der Pfanne erhitzen. Die Hälfte des Fleisches hineingeben, die Fleischstücke mit einem Holzlöffel umrühren und gleichmäßig bräunen. Das Fleisch mit einem Schaumlöffel zu dem Gemüse in der Schüssel geben und das restliche Fleisch sortieren. Wenn es ebenfalls gebräunt ist, das übrige Fleisch und Gemüse zusammen mit der Senfmischung wieder in die Pfanne geben. Abschmecken und unter ständigem Rühren die saure Sahne zufügen. Langsam ca. 5 bei geschlossenem Topf schmoren lassen und servieren. Jede Portion mit etwas Petersilie bestreuen und nach Wahl Strohkartoffeln dazu reichen.